Ich bin der Tom und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin mal wieder unterwegs, draußen schön in der Sonne und hinter mir seht ihr schon eine alte Baracke. Und zwar befinden wir uns in einem, ja, in einer alten Ferienanlage für Jugendliche. Ich bin gespannt, was wir hier sehen und entdecken werden. Auf jeden Fall erkunden wir es jetzt sofort. Auf geht's! Von der Rezeption aus haben wir hier noch ein paar Baracken. Davon haben wir eine Baracke, dann haben wir eine kleinere Hütte und da haben wir noch eine Baracke. Und wir haben hier auch schon, ich sag mal, den ersten, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, Sportplatz. Und zwar zwei Basketballplätze vorm Haus 2. Und früher gab es hier auch nochmal, ja, einen kleinen Unterstand, wo man sich dann hinsetzen konnte, sein Pausenbrot oder sowas essen konnte. Und dann hat man quasi Sport gemacht. Ja. Lasst mal, ich sag mal, rübergehen zu Haus 2. Dann gehen wir an der alten, ich sag mal, Empfangshalle, Pausenraum vorbei. Der ist genau links neben mir. Neben mir jetzt hier rechts sind die Basketballplätze. Ich frage mich gerade, warum stehen die so nebeneinander? Sehr eigenartig. Auf jeden Fall haben wir hier vor uns so das Haus 2. Mal schauen, ob wir da irgendwie langkommen oder reinkommen. Ne, die Tür ist leider verschlossen. Aber hier gibt es ja glücklicherweise noch weitere Baracken. Also wir haben hier noch eine Baracke und da drüben haben wir noch eine Baracke. Lasst mal schauen, ob wir in eine Baracke hier reinkommen oder ob die... Okay, die Tür ist offen. Auf jeden Fall, ich glaube, eine Taschenlampe hier drin, damit wir mal sehen. Ja. Willkommen in der ersten Baracke. Ich glaube, es handelt sich hierbei um eine Männerbaracke oder Jungbaracke. Wir haben auf jeden Fall hier die ganzen alten Waschbecken. Grüße, da bin ich. Hi. Und auf der anderen Seite, ich finde das so, wenn ich diese Dusche sehe alleine, ne? Es ist so komisch, weil es gab ja anscheinend auch noch nicht mal einen Vorhang, wenn man mal guckt. Es sieht nicht so aus, als wäre hier ein Vorhang gewesen. Dann stand man da zu dritt und hat halt geduscht. Die anderen waren auf der anderen Seite und haben sich dabei die Zähne geputzt. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich war halt als junger Tom nie wirklich in Ferienlagern war. Okay, das ist super interessant, zeige ich euch gleich. Ich war als junger Tom halt nie in Ferienlagern oder sonst irgendwas. Also mit der Schule ja, aber so im Hort oder allgemein in Ferien war ich halt nie gewesen. Deswegen kann ich das auch nie wirklich so direkt für mich, ja, betiteln oder so wirklich wahrnehmen, weil ich kenne es halt einfach nicht. Okay, und wir gucken jetzt in diesen Raum hier rein. Wir haben hier ein Zweibettzimmer, wo wir noch ein paar Gläser haben, die völlig eingestaubt sind. Also hier sieht man sogar diese Staubschicht. Also jetzt muss ich das auch wieder ordentlich hier hinstellen. Perfekt. Und was ich total eigenartig finde, wir haben hier eine Dusche, eine separate Dusche und nochmal ein Waschbecken. Und nochmal ein Tom, der jetzt in den Spiegel schaut und winkt. Und quasi ein Kleiderschrank. Ich habe eine kleine Vermutung. Ich schaue gleich mal in die anderen Zimmer. Aber ich habe eine Vermutung, warum hier ein, eine Dusche drin ist. Weil eigentlich kann das nur ein was bedeuten. Wir gucken erstmal hier drüben rein. Okay, wir haben hier noch einen Aufenthaltsraum. Ah ja, fängt halt auch überall an schon zu schimmeln. Die Decke bekommt Löcher. Und ja, hier hinter mir sieht man es ja. Und wir haben hier aber noch eine kleine Küche, aber das sieht jetzt nicht wirklich so aus, als wäre hier noch was interessant. Außer, ja, wir haben hier halt noch ein paar Gläser, ein bisschen Besteck rumliegen und unten in den Schränken, noch ein paar Teller. Und ja, wie gesagt, ein Herd,
Und vermutlich stand hier mal eine Spüle. Und wenn wir hier oben uns anschauen, da haben wir quasi ja, den Wasserbefall, den Wasserschaden und den Schimmel, wo es halt nach unten geht. So, und jetzt kommen wir ja, in die wunderschönen Schlafzimmer. Und ich glaube, meine Vermutung hat sich bestätigt. Ich sage es euch gleich. Aber wir haben hier die Doppelstockbetten mit diesen, die kenne ich auch noch von früher, diese Matratzen mit Blümchenmuster immer drauf. Oben blau, warum auch immer oben blau ist, wir haben das auch auf der anderen Seite. Und unten, ja, braun. In der Mitte steht ein Tisch mit zwei Stühlen. Da könnte man sich abends noch hinsetzen. Die anderen beiden Stühle stehen hier oben auf den Schrank, auf dem Kleiderschrank, wo man quasi seine Kleider dann reingetan hat. Ich glaube, das hat nie jemand getan, sondern die haben ja alle aus dem Koffer gelebt. So würde ich es zumindest machen. Wir haben hier drüben noch einen Kleiderschrank. Und ja, die Leiter quasi nach oben. Und dann hat man sich entweder oben hingelegt oder unten hingelegt. Was wollt ihr? Habt ihr lieber oben geschlafen oder habt ihr lieber unten geschlafen? Mein ganz klarer Favorite, ich würde immer wieder oben schlafen, auch wenn ich das selten gemacht habe, aber oben ist definitiv cooler als unten. Würde ich unten schlafen, hätte ich Angst, dass er von oben durchbricht und auf mich drauf fällt. Eine völlig irrationale Angst, ich weiß, aber die besteht. Wenn wir jetzt hier weitergehen, werden wir wahrscheinlich, ja, wir haben hinter mir Zimmer, wir haben da Zimmer. Meine Theorie, warum wir vorne dieses Zweibettzimmer haben, ist, wir haben noch ein wunderschönes rotes Zimmer. Ja, hier sind überall jetzt Zimmer quasi drin. Also ich gehe jetzt mal durch. Okay, das ist schon ausgeräumt. Hier ein bisschen Müll rum. Und wir haben hier hinten auch nochmal ganz normale Zimmer. Nee, meine Theorie, warum da vorne so ein Zweibettzimmer ist, ist, dass da die Betreuer, beziehungsweise, ja, keine Ahnung, ja, die Betreuer quasi gewohnt haben und ihre eigene Dusche hatten. Also die hatten quasi ein bisschen mehr Luxus gehabt als die Kinder, die dann halt hier geschlafen haben. Ja. Natürlich darf der Pausenraum und Aufenthaltsraum nicht fehlen, beziehungsweise, ja, es ist anscheinend auch ein kleiner Spielraum, also hier wurde nicht nur gespeist, sondern Domino gespielt. Oder was haben wir hier drüben noch? Wir haben hier die Pirateninsel, keine Ahnung, was das für ein Spiel ist, kenne ich nicht. Falls du das, kennen solltest, dann sag mal bitte Bescheid in den Kommentaren. Ein spannendes Familienspiel für 2 bis 4 Spieler. Aber, wir gucken mal in die Schränke, wir haben hier einen Fernseher und ganz viele Bücher zum Ausleihen. Abgeschaut und nachgebaut oder, was haben wir hier noch, der Schatten der Karavelle. Oh, sehr schön. Und hier oben haben wir noch von Frank Neumann, Frank. Also auf jeden Fall konnte hier sich sehr gut unterhalten werden, wenn quasi hier die ganzen Kinder Pause gemacht haben. Und ja, wenn vielleicht draußen schlechtes Wetter war oder wie auch immer, oder bevor es halt Essen gab, haben sie sich ja hingesetzt und ja, gespielt, geredet und miteinander quasi kommuniziert. Aber das ist nicht nur der einzige Speisesaal. Also ich weiß auch nicht, warum man das hier abtrennen konnte. Also wir haben hier links und rechts so aus Leder quasi ja, ein Vorhang, den man zuziehen konnte, warum auch immer. Also entweder, wenn weniger Kinder da waren und dass man halt einfach Kosten gespart hat an der Heizung, dass man halt nicht so viel heizen musste, oder es gab noch irgendeinen anderen Grund. Aber wir kommen auf jeden Fall, auch wenn wir in die Richtung schauen, in die Küche hinein.
Ich glaube, davon ist die Tür. Ich glaube, das schauen wir uns gleich nochmal an. Auf jeden Fall haben wir hier noch einen alten, voilà. Erste Hilfekasten. Ja, haben wir hier noch irgendwas Interessantes drin im Inhaltsverzeichnis. Erste Hilfe, Notfallmedizin. Und warte, was haben wir hier? Wir haben hier noch Verbandstuch von, steht hier ein Verfallsdatum drauf, 1997. Also ist auf jeden Fall schon etwas älter, das Ganze. Wenn wir uns jetzt aber mal rumdrehen, haben wir da noch ein paar Schränke. Und ich habe auch, ich bin ehrlich, schon mal reingeluschert. Normalerweise sollte hier Bälle drin sein: Fußbälle, Basketbälle, Tischtennisschläger. Der Stand ist von 2001. Allerdings wurde hier dann zum Schluss Wäsche gelagert. Und das Krasse ist, wenn man an dieser Wäsche riecht, riecht das halt typisch nach Oma oder DDR. Ich weiß nicht, ob das ein Oma-Geruch oder ein DDR-Geruch ist, aber im Endeffekt ist es genau dasselbe. Es riecht sehr, sehr stark nach alt. Aber wir sind ja auch in einem DDR-Ferienlager. So, wir haben hier noch ein paar Toiletten. Toiletten gehe ich nie rein, weil Toiletten sind eh immer vollgeschissen. Aber wir gehen definitiv noch in die Küche. Und wir sehen auch schon hier in weiter Ferne die ganzen alten Teller, die halt noch dastehen. Ne? Also auch in den Schränken haben wir noch die Teller. Haben wir hier drüben noch was? Wahrscheinlich, nee, aber, was ich gerade sehe, hier war früher mal Strom drauf. Also sprich, entweder wurden die Teller warm gehalten oder getrocknet. Also da kenne ich mich leider bei der Technik hier nicht aus. Ich komme nicht aus der Küche. Tut mir leid, aber wir haben hier noch eine. Ich gehe davon mal aus, dass es eine alte Fritteuse ist, weil, wenn wir hier unten an diesem Rädchen drehen, dreht sich das Ganze nach oben. Beziehungsweise, hoppala, kann man das absenken. Ich drehe jetzt mal nicht weiter. Ich will das jetzt nicht unbedingt komplett absenken und hier extrem laut sein. Aber ganz ehrlich, ich finde diesen Herd übelst geil. Hier oben diese Platten, die wahrscheinlich erwärmt worden sind. Dann mit diesem Ofen hier unten, der auch ziemlich geil aussieht. Oh Gott! Und die einfach riesengroßen Knöpfe hier zum An- und Ausmachen. Ich mag den Herd. Der ist schick. Und natürlich darf auch nicht in der Küche fehlen eine gute alte Dideron, na, wie heißt das? Schürze made mit Love. Wir haben hier quasi dann zum Schluss der Küche noch diesen Personalraum der Köchin und Köche, beziehungsweise der Servicekräfte, die hier gearbeitet haben. Wir haben noch ein Schmerz- und Fiebermittel hier rumliegen. Wir haben auf jeden Fall hier noch eine Pinnwand mit den Tagesablauf von hier. Früh um 8 wurde geweckt, 8:30 Uhr gab es dann Frühstück, um 10 gab es eine Wanderung. 18:30 Uhr gab es Abendessen, 20 Uhr war Freizeit. Ja, und ab 23 Uhr war dann quasi Nachtruhe. Und 2006 quasi das Datum. Und es war eigentlich jedes Mal. Also es gab dann immer einen anderen Tagesplan, aber früh um 8 wurde halt immer geweckt. Auch hier gibt es dann für das Personal noch die kleinen Schnapsgläser. Vielleicht haben sie sich hier einen gegönnt. Oder noch ein Bierglas und die Kühlschränke. Aber die sind glücklicherweise, da kann ich nämlich auch reinschauen, leer. Einmal was Positives in Los Places, leere Kühlschränke, auch schön. Also hier war dann früher der offizielle Eingang. Von da hinten kommen wir, links ist die Küche quasi und da ist der Aufenthaltsraum. Und wenn wir hier reingehen, war dann quasi, ich sag mal, die Anmeldung bzw. das Büro. Allerdings kann ich halt hier nicht viel zeigen vom Büro aus gewissen Gründen, die euch alle klar sein sollten. Also hier liegen Unterlagen, Bauunterlagen, wir haben Zeichnungsunterlagen hier noch, wir haben hier auch noch ein paar Flyer von dem Ort, Tischtennisschläger, Verbandskästen, halt typische Büromaterialien. Wir haben vor mir auch noch einen Safe, der offen ist und hier wurde ganz stark darauf geachtet, dass die Federbälle gesichert sind. Aber ansonsten haben wir hier halt auch alles nur Unterlagen. Aber ja, wie gesagt, kann ich euch halt leider nicht zeigen.
kommen wir hier auf die Sportanlage, Pausenanlage. Wir haben da quasi einen kleinen Unterstand. In der Baracke waren wir vorhin gerade drinnen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall noch eine Baracke. Dann gehen wir mal wahrscheinlich in die letzte Baracke hinein. Oh Gott, aufgespießt von einem Stock. Ah. Boah. Hier haben wir auch wieder, genau, 2 Bett- und 4-Bettzimmer. Nee, 4-Bettzimmer. Ich zeig das. Warte, wir machen das so. Ich zeig das jetzt euch gleich. Und dann gehen wir jetzt gemeinsam hier durch. Und dann erkunden wir uns das jetzt einfach gemeinsam. Im Zimmer Nummer 1 könnte ich mir vorstellen, dass das wieder eine Art Betreuerraum ist. Es ist relativ klein. Wir haben jetzt hier wieder 2 Kleiderschränke. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier an den Seiten dann nochmal 2 Betten standen. Quasi. Hier weitergehend, bevor wir da reingehen, haben wir hier einen Aufenthaltsraum, was ich sehr, sehr cool finde. Und hier haben wir dann die einzelnen Zimmer. Also die sind auf jeden Fall viel, viel größer als bei der anderen Baracke. Also ich drehe mich gleich mal hier um. Dann sehen wir das von der anderen Seite. Dann haben wir hier wieder ein Doppelstockbett. Hier haben wir auch noch ein Doppelstockbett. Und was mir gerade auffällt, wir haben diesmal 4 Kleiderschränke. Bei der anderen Baracke da drüben waren nur 2 Kleiderschränke pro 4-Bettzimmer. Also ist definitiv, ja, besser. Oder es ist halt auch einfach viel, viel größer hier drinnen. Ne? Also die andere Baracke war auf alle Fälle viel, viel kleiner. Was haben wir hier? Okay, wir haben hier ein super schmales Zimmer wieder. Also was heißt wieder? Wir haben ja ein super schmales Zimmer. Warte mal. Das war gegen das Licht, aber damit ihr mal so einen Einblick bekommt. Wir haben hier einen ganz kleinen, schmalen Gang, wo auf der rechten Hand die Betten sind und links haben wir quasi den Kleiderschrank. Und das fügt sich tatsächlich hier auch das Bild. Warte mal, Raum Nummer 5. Ah! Raum Nummer 5 ist eine Küche. Was alles gleich integriert ist. Also wir haben hier einen Kühlschrank mit einem Herd und ein Waschbecken. Was ich total eigenartig finde, und das ist mir vorhin schon aufgefallen, im Badezimmer der Jungen, dass wir keine Wasserhähne mehr, also nirgends haben. Die sind alle irgendwie abgeschraubt, warum auch immer. So, wir haben hier noch ein paar alte Kannen für Tee oder Kaffee und unten, ein paar schöne alte Töpfe. Aber echt idyllisch, das ist echt schön. Also ich kann mir vorstellen, dass die Leute oder die Kinder oder die Jugendlichen, die hier gewohnt haben, echt eine coole Zeit hatten. Also ich weiß nicht, ob das, hier ist das Herrn und hier brauchen wir Licht. Ob das Kinder waren oder Jugendliche? Ich würde schon fast sagen, dass das Kinder waren, weil die ganzen Waschbecken sehr niedrig hängen. Also die sind halt sehr, was soll ich sagen, die hängen sehr tief. Auch hier, wenn man mal quasi in den Spiegel schaut, man sieht halt meinen Kopf nicht. Also ich muss mich halt bücken, Grüße, das bin ich. Ansonsten ist, das ist eher für Kinder, aber hier haben wir Duschen und hier ist wenigstens eine Abtrennung. Vielleicht war das vorhin in dem anderen, in der anderen Baracke, in der anderen Dusche genauso. Nur ist es mittlerweile abgebaut oder nicht mehr vorhanden. So, was haben wir hier drüben? Ach, jetzt haben wir hier die Damen. Und ich glaube, das wird sehr ähnlich aussehen. Warte, wir gehen mal rein. Ja, auch hier. Sehr niedrige Waschbecken und auch hier wieder sind die ganzen Anschlüsse, die ganzen Wasserhähne weg. Warum sind die weg? Habt ihr irgendwie eine Ahnung, warum? Dann schreibt mir das gerne einfach mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich interessieren. Und hier haben wir den nächsten Aufenthaltsraum.
der auch wieder viel, viel größer ist. Wir haben hier sogar die Couch noch stehen, was sehr, sehr cool ist. Und oh, okay, auch wieder viel, viel größere Räume, viel, viel größere Ferienräume für die Kinder, was ich sehr cool finde. Also ich muss sagen, diese Baracke hier finde ich viel, viel ansprechender als die andere Baracke da gegenüber, tatsächlich. Auch hier wieder ist ein viel, viel größerer Raum, was halt auch viel einladender ist. Also ich bin ehrlich, dieser Raum ist einfach viel einladender als diese, die Betten stehen nebeneinander oder die Betten stehen hintereinander, wie bei diesen schmalen Räumen da. Also finde ich tatsächlich viel, viel angenehmer hier. Das war das Ferienlager. Ich hoffe, ihr hattet einen super schönen Einblick in dieses Ferienlager und konntet so ein bisschen in Erinnerung welken, wenn ihr auch als Kind in einem Ferienlager wart. Es ist auf jeden Fall super schön hier. Und ja, ich mache jetzt aber wieder los und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das alles hier gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen da und super gerne auch ein Abo. So rum. Ich mache keinen Daumen, ich muss ein Abo machen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, habt noch ein schönes Wochenende. Euer Tom.